weiter vorne, im Tempel des Aufstiegs, steht der Thron von Pelentia. Die Götter in der Halle der Helden blicken huldvoll auf jene hernieder, die den Thron kontrollieren. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 1. Wie ihr vielleicht merkt, hat es da ein bisschen was verspult. Und zwar hat sich hier meine Stream-Deck-Taste gedacht, ja gut, wir beenden es dir mal, die Aufnahme. Aber beim zweiten Mal drücken, die nächste starten. Nee. Der Olle Wirbel hat dann hier wahrscheinlich hier wieder 5 oder 10 Minuten umsonst aufgenommen, keine Ahnung. Deswegen werden wir hier, ich glaube, wir haben es das letzte Mal schon mal gemacht, aber wir werden hier nochmal hingehen. Doch, wir müssten es schon gemacht hatten. Wir hatten das Ding hier schon, dieses Verlangsamungstotem, ne? Und hatten keine Ahnung, was das bringt. Aber, ja. Wir holen uns das jetzt einfach nochmal. Passt schon. Und dann, ja. Dann passt es schon. Ne? So. Aber, ja. Ich weiß deswegen, da wo wir das letzte Mal geendet haben, stimmt, das war ja bei diesem einen Ding, da brauche ich nicht nochmal hingehen, weil da laufen wir einfach nur im Kreis. Also, das kann ich euch an der Stelle ersparen. Da müssen wir nicht nochmal hin. Ja. Deswegen hat auch seine Vorteile, ne? Dafür machen wir das hier halt nochmal geschwind. Ja, komm. Lebensband, den müssen wir zuerst machen, denke ich. Weil ich glaube, dass der ein Wiederbeleber sein könnte. Deswegen möchte ich den eigentlich jetzt ganz gerne zuerst erledigen. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, okay. Ich habe das hier quasi weggeschaltet. Ja, komm. Nee, den hier zuerst, den hier. Passt schon. Weil der hat am wenigsten Leben. Bei mir sieht es gerade auch nicht so gut aus. Ja, wenn die Deppen alle auf mich gehen, was soll das denn? Ja, nicht so cool, ne? So, das habt ihr jetzt davon. Ich kann mir vorstellen, wofür wir das Verlangsamungstotem brauchen können. Ich kann es mir tatsächlich vorstellen. Ja. Aber wir nehmen es jetzt erstmal mit. So. Wir werden gleich eine schöne Zwischensequenz erleben. Deswegen habe ich es auch nochmal neu gemacht. Ansonsten wäre es nur halt ein paar Gegner gewesen, die ich erledigt hätte. Davon auch nicht allzu viele. Dann hätte ich ja noch sagen können, okay, aber wenn wir hier oben diesen, wenn wir diesen Güs-Alles-Dings da, wenn wir den erledigen, dann kommt halt eine Sequenz und deswegen, ne? Schön nochmal machen. So viel Zeit muss sein. Der Belagerungswurm da hinten, der bringt uns übrigens auch nicht. Also da geht nicht das Tor auf oder so. Können wir vergessen, bringt uns nichts. Ist für uns uninteressant. So, erledigt das Schwert. Da war auch sowas bei der ursprünglichen Aufnahme. Ich habe schon hier so diesen hier gemacht, zum Ziel ausgerufen. Und was macht hier der Steffen oder einer von meinen Dicken? Ja, ich laufe trotzdem zum Boss. Da habe ich nochmal hier als Ziel ausgerufen gedöns und dann ging es dann aber auch. Da hat es dann auch gemacht. Hä? Dich hier will ich. Kommt der verzauberte Bogen her? Ach, da hinten. Um Gottes Willen. Nee, hier schön den hier angreifen. Ich nehme derweil
Schafft es schon, ist ohne mich den Rest. Ich glaube an euch, nur dass ich sicherheitshalber in der Hand habe. Weiter vorne, im Tempel des Aufstiegs, steht der Thron von Pelentia. Die Götter in der Halle der Helden blicken huldvoll auf jene hernieder, die den Thron kontrollieren. Aber jetzt sitzt ein anderer Geist auf dem geheiligten Thron. Der Tempel ist gut bewacht. Bringt mich hinein, damit wir den Thronräuber absetzen können. Er muss sterben, denn der Thron ist mein. Beschützt mich, während ich das Tor mit einem Ritual öffne. Ist okay. Dann werde ich mal hier diesen Gegenstand platzieren und sagen, hier bitte in der Nähe bleiben. Ich gehe davon aus, dass hier jetzt einfach so ein paar Leute kommen werden. Ach, ja, okay. Also, ich sehe noch nichts von deinem Ritual. Hallo? Ich dachte, du wolltest hier ein Ritual machen. Ah, jetzt Hitler. Ach so, okay. Ja. Verzauberter Bogen. Ja, hier geht jetzt ein bisschen die Post ab. Oi, 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 okay. Das gefällt mir nicht. Ich kann da jetzt auch keine Bomben draus machen oder so, Leute. Das funktioniert jetzt nicht. Das funktioniert jetzt nicht bei dieser Art Gegner. Aber ich weiß jetzt, was er mit stark bewacht meinte. Also, das ist ja wirklich heftig. Ach du Schande. Also ich hoffe, dass die beiden Heilerinnen hier gut heilen, ne? Weil ich kann hier gerade nicht so viel ausrichten. Der hier ist fast erledigt. Dann nimm den. Und jetzt den hier. Kommen jetzt schon die nächsten oder? Nee. Doch. Erledigt den hier. Oh Gott, ey. Das sind aber schon ein paar viele, also. Ich glaube, wir müssen uns da so nach und nach dann reinkaufen, kämpfen. Vielleicht bin ich jetzt zu geldgierig, aber ich will das mal schon holen. Das Totem nehmen wir auch mal mit, ganz wichtig eventuell. Ich weiß nicht, was es bringt, also. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht verlangsamt es jetzt die Feinde, die bei uns kämpfen, keine Ahnung. Kann ja sein. Missionsziele, bitte. Feindlicher Geisterheld, der heißt sogar so. Level 20 ist der, okay.
Moment, ich leg das hier mal dahin. Ich glaube, die werden dadurch wirklich verlangsamt. Ich glaube, wir machen das schon so ganz richtig, so Stück für Stück. Das funktioniert relativ gut. Wage ich zu behaupten. Und was machen wir mit ihm hier? Ah, die Putte interessiert mich nicht. Hat er nochmal Feinde außer dem Geisterheld? Sieht nicht so aus, oder? Ich leg das mal hier hin. Erlangt, indem ihr drei feindliche Generäle und ihre Schergen in ihren Forts besiegt, okay. Ja, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir das hin. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Wir haben ja jetzt auch ein bisschen Moral sogar. Schauen wir mal. Hallo, wieso? Die Steuerung ist manchmal ein Krampf, wenn ich das mal sagen darf. Gerade um die anzuvisieren, ist manchmal halt echt nicht so cool. Aber allein kann ich hier diesen Zusatz doch safe vergessen, oder? Das sollte man sich doch sicherlich eigentlich aufteilen. Nein, machen wir nicht. Guck mal, der Geisterheld. Leute, kommt zurück. Der Geisterheld. Ey, ist das fies, Mann! Halt den Geisterhelden, bitte. Also damit hat halt echt... Also, nee, den Zusatz vergessen wir, Leute. Liebe Leute, den Zusatz vergessen wir mal ganz schön. Ja, werft doch weg, ich will angreifen. Die scheinen sich hier zu sammeln. Nein, gleich ist der Geisterheld tot. Mission fehlgeschlagen! Fuck you. Bis gleich.